internationalen Trophäe, während die Deutschen ihren vorjährigen Erfolg wiederholen wollen. Der erfahrene Ascher sowie die übrigen Engländer zählen zu den Favoriten. Die Tschechoslowaken haben wieder Vertrauen zu Budil, Schedina und den anderen. Weltbekannte Servicefirmen verwenden die Namen der einzelnen Etappen für wirksame Reklame. So heißt die heutige Etappe Kestrel, die morgige Dunlop, sodann Continental, Vedol, Zündapp und die letzte Bosch. Unterdessen hat der große Kampf bereits begonnen. 310 Fahrer aus 18 Ländern. Die einzelnen Etappen werden anfangs gewöhnlich auf guten Straßen gefahren, sie weisen jedoch eine ganze Reihe von geschickt gewählten Geländeabschnitten auf. Eines der ersten anstrengenden Hindernisse bildet ein mehrere Kilometer langer Abschnitt, der im Flussbett der Isar durch viele Kurven gefahren wird. Schon hier an der Isar zeigte sich die vollkommene Organisation der tschechoslowakischen Expeditionsmitglieder. Die Manager, Moschner einerseits, Ingenieur Czervák andererseits, haben großes Verdienst an der tadellosen Fahrt der Tschechoslowaken. Verschiedene Defekte, verursacht während der Fahrt durch das schwierigste Gelände, führen bereits am ersten Tage zum Ausfall.